Online-Dating wie Tinder funktioniert nicht, oder? Und heute spreche ich mit dir über die einzige Voraussetzung, die es braucht, damit es doch funktionieren kann. Das Problem bei den meisten Männern ist immer, bei Online-Dating kannst du dir irgendeine Plattform ausdenken, Tinder, Bumble. Die Männer bekommen in den meisten Fällen keine oder viel zu wenig Matches. Oder es kommen dann mal irgendwann Matches zustande und dann hat man mal ganz selten ein Date und das verläuft dann im Sande oder die Frauen melden sich nicht mehr oder man landet in der Friendzone. Das ist das gängige Phänomen, was ich immer wieder sehe. Was das Thema Treffen angeht, da hast du eine absolute Fehlannahme. Nämlich, dass Frauen viel zu wählerisch geworden sind und Frauen haben ja die Auswahl. Ja, und es ist ja dann total einfach, so die Verantwortung abzugeben und zu sagen, ja, die Frauen, die können ja zwischen 300, 400 Männern auswählen, innerhalb von einer Woche. Ja, und du musst so hart um ein Match kämpfen und deswegen hast du keine Chance. Und das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Sache ist, du musst einfach mal das Kind beim Namen nennen. Du hast keine Flirtkompetenz. Wenn es denn dann mal zu einem Treffen kommt, das heißt grundsätzlich schon mal, du bist in einer schlechten Ausgangsposition, weil du viel zu wenig Dates hast. Aber wenn es dann mal zu einem Treffen kommt und es verläuft immer wieder im Sande und es wird einfach nichts mit der Frau, dann liegt es in den meisten Fällen sogar daran, dass du einfach nicht in der Lage bist, den nächsten Schritt zu machen und du weißt einfach nicht, was zu tun ist, um aus dem ersten Date ein zweites zu machen. Und weil du halt eben keine Auswahl hast, dann klammerst du dich an jedes Match und was dann dabei rumkommt, ist extreme Bedürftigkeit und du klammerst dich so an jede Nachricht oder an jeden Chat, den du da hast mit der Frau und versuchst dann alles rein zu investieren oder auch bei dem Treffen, damit es bloß nicht wieder schief geht und du kannst dir schon mal ausrechnen, was dann passieren wird, nämlich eben genau das. Es geht schief oder ja, es wird wieder nichts. Meine Meinung zu Online-Dating ist ganz klar. Du kannst es benutzen, wenn du es nebenbei machst. Wenn du verstanden hast, wie du mit Frauen kommunizierst und wie du auch sonst Frauen kennenlernen kannst. Wenn du das nicht kannst oder weißt, dann brauchst du kein Online-Dating machen, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Natürlich kannst du bei Online-Dating ein paar Dinge optimieren, dann laufen die Sachen auch automatisch besser. Hochwertige Fotos, ja, zu einem vernünftigen Fotografen gehen, vernünftige Bilder zu haben. Ja, was Besseres zu schreiben als nur, hey, wie geht's? Und dann eine Antwort zu erwarten und zu erwarten, dass sich die Frau dann sofort mit dir treffen will, obwohl sie dich gar nicht kennt. Natürlich gibt es Dinge, die man da optimieren kann. Das kann man auch machen und es funktioniert auch. Man erhöht auch dadurch seine Chancen. Aber du musst erst was ganz anderes machen. Was die Grundvoraussetzung dafür ist, dass du vernünftig auch Dates haben kannst, egal von welcher Quelle. Es geht darum, dass du erstmal ein Mann wirst, der Selbstvertrauen hat, auch im Bereich Dating, der zu sich steht und der in der Lage ist, locker mit Frauen zu kommunizieren und auch auf Frauen zuzugehen. Und wenn man dann nicht mehr aus dieser Bedürftigkeit heraus handelt, weil man weiß, oh, ich habe Chancen und ich kann Chancen kreieren, dann kann man nebenbei Online-Dating machen, weil dann bist du auch nicht mehr so bedürftig und du klammerst dich nicht mehr an jedes Match. Und auf einmal bist du viel entspannter, ergo die Dates werden auch viel, viel besser. Aber die Realität ist einfach die meisten Männer, und das höre ich immer wieder, die sitzen abends alleine zu Hause und swipen sich die Finger wund und sind ultra frustriert darüber, dass immer noch nichts bei ihnen läuft. Ergo, du musst lernen, wie du vernünftig mit Frauen sprichst, wie du auf Frauen zugehst. Du musst lernen, mutig zu sein. Wo du vielleicht in anderen Bereichen deines Lebens schon diesen Mut hast und da noch nicht, dann gilt es spätestens, das jetzt zu ändern, weil das ist das, was es braucht. Ja, und glaub nicht, dass Frauen den ersten Schritt machen. Das wird nie passieren. Das ist so eine Wunschvorstellung. Das ist ja auch immer das, was gerne so als Ausrede benutzt wird. Ja, die Frauen können ja auch mal einen ersten Schritt machen. Du weißt gar nicht, wie schön das sein kann, wenn du als Mann den ersten Schritt machst. Wie entspannt das Ganze sein kann, wenn du auf eine Frau zugehst, die dir gefällt. Weil wie oft siehst du Frauen im echten Leben, wo du denkst, wow, die sieht echt gut aus. Aber dann schaffst du es mal wieder nicht hinzugehen, weil du nicht weißt, was du machen sollst, weil du stocksteif bist oder weil dir einfach die Kompetenz fehlt. So, und diese Fähigkeit zu erlernen, das ist innerhalb von ein paar Monaten möglich und irgendwann wird dann auch Dating anfangen, Spaß zu machen. Und das ist das, was du haben willst. Da willst du sein. Wir arbeiten schon seit Jahren mit Männern zusammen in diesem Bereich und haben schon unzähligen Männern dabei geholfen, genau eben dieses Selbstvertrauen aufzubauen, dass sie auch dann in der Lage sind, Frauen kennenzulernen und am Ende des Tages auch eine Frau zu finden, die wirklich zu ihnen passt. Und da können wir dich gerne bei unterstützen. Deswegen geh auf die Website www.authentisch-männlich.de und trag dich da gerne für ein Beratungsgespräch ein, wo wir uns dann erstmal deine Situation ganz genau anschauen und dir dann einen Schritt-für-Schritt-Plan mit an die Hand geben, wie du das ganze Thema für dich individuell lösen kannst. Alles klar, bis dahin.